Ich habe jetzt gerade ein kleines Mädel gefragt, ob sie das Christkind schon gesehen hat und wie es ausschaut, aber sie hat mir nichts Genaues gesagt. Kannst du mir da helfen? Ja, noch habe ich auch kein Christkind gesehen. Ich sehe eigentlich das ganze Jahr über viele, viele kleine Helferlein. Die sollte man als Christkind, glaube ich, bezeichnen und nicht nur das eine, das einmal im Jahr kommt. Du bist also das Christkind. Wir haben alle immer gedacht, das Christkind kann man nicht sehen. Welche Aufgaben hast du als Christkind? Ich mache heute in Krems, aber auch in Volzberg drüben bei der Lichterleinschaltung. Da tue ich einen Text aufsagen. Und wie oft warst du schon das Christkind? Heuer das erste Mal? Heuer das erste Mal, sonst war ich immer nur das Engel. 2 Jahre. Und was ist besser, Engel oder Christkind? Christkind. Ich bin ein braves Kind, das weißt du doch bestimmt. Ja, vor allem in unserem, unter Anführungszeichen, Beruf muss man sehr aktiv sein, weil man halt immer wieder auch eingebunden ist in alle Vorbereitungsmöglichkeiten und Situationen verschiedener Art. Aber ich muss sagen, ich komme gern zu diesen Veranstaltungen auch wie hierher, weil man immer wieder auch das, was wichtig ist, ansprechen und transportieren darf. Sich da zurückziehen wäre, glaube ich, falsch, obwohl es ab und zu dann belastend sein kann. Aber ich glaube, es hat trotzdem Sinn, dass man da ist und auch das, was hier geschieht, immer wieder hindeutet auf das, was wesentlich an Botschaft da ist. Und das kann man auch heuer besonders gut machen mit den Engeln, die heute das Hauptthema sind, das gut deuten auch, dass es sinnvoll für die Menschen dann auch in den Tagen und Wochen erfahrbar werden kann. Ja, Adventszeit ist dazu da, sich vorzubereiten auf das, was dann am 24. Dezember gefeiert wird. Das Kommen Gottes in diese Welt als kleines Kind in der Krippe im Jesuskind. Und den kommenden 4 Wochen wollen wir uns auf das eben vorbereiten. Der Adventkranz wurde von einem evangelischen Theologen erfunden, und zwar vom Johann Wichern im Jahr 1838. Der hat in seinem sogenannten rauen Haus Burschen um sich gesammelt, die sonst in Armut gelebt hätten. Und weil die halt nervös waren, hat er einen Wagenrad genommen und zunächst 19 kleine Kerzen und 4 große Kerzen hinaufgegeben, und an jedem Wochentag wurde eine kleine Kerze angezündet und an jedem Sonntag eine große, und so haben die Burschen genau gewusst, wie lang es noch ist bis Weihnachten. Diese Weihnachtsbeleuchtung hier in Krems hat ja schon Tradition, ziemlich lang. Ja, seitdem ich mich erinnern kann, hat es immer wiederum also eine Weihnachtsbeleuchtung gegeben, hat es auch einen Weihnachtsbaum gegeben, der früher ja separat aufgestellt wurde. Das ist ja ein selbstgewachsener, ein Baum, der das ganze Jahr da ist, aber eben zu Weihnachten speziell mit Lichtern dekoriert wird. Das Fest Marie Empfängnis, ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen, weil es sehr, sehr oft missverstanden wird, ist ein Fest, das feiert, dass die Maria, also die Gottesmutter Maria, im Schoß ihrer Mutter Anna ohne Erbsünde empfangen wurde. 8. Dezember, und wenn Sie dann 9 Monate dazu rechnen, kommen wir zum 8. September, und da feiern wir dann Maria Geburt. Also es geht nicht um die Empfängnis von Jesus in Maria, wie es oft missverständlich gemeint wird, durch die Nähe zu Weihnachten, sondern es geht um die Empfängnis der Maria im Schoß ihrer Mutter. Was ihr hier seht, Volzberg im Advent genannt, so flüchtig wie es scheint, in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Meine Stadt bleibt immer jung, solange es Volzberg gibt und die Erinnerung. Licht ein. Advent, Advent, die Kerzen brennt, und ihres Lichtes hell erscheint. Leuchten, 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 in die Nacht. Diese Engel, die da in Volzberg aufgestellt sind, wer hat das gemacht?
Ja, teilweise sind sie gegossen, das hat der Günter Friedrich gemacht, und teilweise sind sie gebastelt von den Kinderfreunden, vom Kindergarten Volzberg, von der Hauptschule und von den Volksschulen. Also eine tolle Geschichte, mir gefällt es. Und auch die HTL hat einen Spezialengel eingebracht. Jetzt beginnt die besinnliche Vorweihnachtszeit. Wie begehen Sie diese? Ganz einfach mit viel Ruhe und ja, gemütlicher Musik, Kerzenschein. Nicht viel anders als sonst auch im Jahr. Ja, mit der Familie. Vor allem ja, durch den Glauben eigentlich mit Kirchenbesuche, Nachdenken und vor allem die Gemeinsamkeit mit der Familie, mit den Kindern und Enkelkind. Das ist mir sehr wichtig. Ja, es ist einiges zum Tun, aber man macht es dann gerne. Die Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung ist immer so ein schöner Moment. Oder die Weihnachtsfeiern mit den Senioren in Volzberg oder dann im Altersheim. Und dazwischen versucht man halt auch so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich auch auf das zu besinnen, was wir dann feiern. Also das ist recht lieb bei uns, weil wir haben 6 Enkelkinder. Wir feiern jede Woche, zünden unsere Kerzen an und singen auch Lieder, und da wir eine sehr musikalische Familie sind, gibt es auch immer wieder sehr schöne Weihnachtslieder. Ich schaue, dass ich also persönlich in der Adventszeit wenig Abendtermine habe und die Abende so nutzen kann, dass ich Zeit für mich habe zum Lesen, auch zum Beten, zum Meditieren. Ich immer mehr Zeit für mich an den Abenden und die werde weniger, wenn es möglich ist, terminfrei halte. Mit viel Arbeit und Geduld. Also gemeinsam mit der Familie ein bisschen mit Lieder singen und einfach besinnlich, ruhig und die Freude genießen, dass alle zusammenkommen. Adventkranz haben wir selber gemacht und jetzt sind wir da hergegangen und das anschauen. Herr Bürgermeister, wie begehst du die besinnliche Vorweihnachtszeit? Na, zuerst wünsche ich mir mal für alle eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Das gibt es in der Politik eher nicht. Aber wenn man dann wohin kommt und ein bisschen mitgenießen kann, das ist doch auch was Schönes. Und heuer haben wir ein tolles Motto, Volzberg, Stadt der Engel. Und das möchte ich ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes miterleben. Es ist ja schon schade, dass noch kein Schnee ist, oder? Das fehlt ein bisschen. Wir brauchen auch die Äußerlichkeiten, damit die Freude herkommt. Das fehlt momentan, aber vielleicht wird uns das auch noch geschenkt in den nächsten Wochen. Die Stadt der Engel lädt nach Volzberg ein. Und wer da kommt, der soll uns willkommen sein.